Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Diesmal versuchen wir es wieder und ich hoffe, dass wir diesmal auch tatsächlich zu dritt fahren können. Viel Spaß! Standardlieferung, das gibt 4000 weniger, aber das müsstest du auf jeden Fall machen können. Aber ich starte noch nicht. Warte mal eben. Ich glaube, da habe ich Licht an. So, ich fahre aber trotzdem schon mal vor. Mal gucken, was wir hier haben. Habe ich jetzt noch Licht an? Also, ansehen und den gleichen Job annehmen. Ja. Zack. Ja, habe ich ja. Auftrag annehmen. World of Trucks. Es gibt auch World of Trucks. Was ist das denn? Harley Quinn ist schon wieder getrennt. Nein, was ist das? Der will nicht mit uns spielen. Daran liegt es. Also normal, ich warte hier noch. Gameplan ist schon weggefahren. Nee, ich bin nur nach vorne, damit ihr überhaupt rein könnt. Wenn du jetzt ein Stück nach vorne... Aber der trennt der doch eigentlich nicht, oder? Wenn du jetzt nach vorne fährst erstmal... Verbunden, direkt getrennt. Warum? Steht da irgendwas bei? Nee, da steht nur, er ist verbunden und dann direkt, zack, er ist getrennt. Eine halbe Sekunde später. Verbunden. Da, er steht neben mir. Warte, fahr. Sonst kann er nicht fahren. Oder er fährt bei mir rein. Warte. Dann habe ich den Auftrag jetzt angenommen, ja. Der fährt mir doch von hinten immer rein, so wie ich bremse. Jetzt komme ich hier aber nicht... Oh. Sitzung beendet. Nein! Hä? Nein! Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also soll ich jetzt nochmal warten, oder was? Ja, ihr könnt auch warten. Ich mache alleine. Ist auch egal. Ja, aber ich verstehe nicht, warum du mal getrennt wirst. Ich auch nicht. Oh, was war das denn? Hallo? Der ist mir in die Karre gefahren. Und Verbindung getrennt. Ja. Ich verstehe es nicht. Weil es ist eine normale Standardlieferung. Wir haben jetzt nichts... Einer auf, oder? Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Ja gut, ich bin ja auf der gleichen Grenze. Vielleicht musst du mal... Oder du machst mal den Host. Ja, aber wir müssen hier erst weiterfahren. Dann müssen wir die jetzt erst fahren, sonst wird das... Ja, die können ja da auch abbrechen. Nee, das geht eben nicht. Dann müssen wir Strafe zahlen, die höher ist als der Auftrag selber. Das ist total bescheuert gemacht. Das ist richtig scheiße. Wie lang ist die? Dann fahr du mal eine Stunde für dich nochmal und dann machst du gleich mal den Host. Okay. Danach. Ja. Wie lang? 7,5 Stunden. Ja, also so wie eben ungefähr. Oh, Alter, nein. Ich mache jetzt hier meine 6-Stunden-Fahrt. Oder hier 8 Stunden, gibt 11.000. Ich will ja noch länger fahren als wir. Du hast noch eine Lieferung am Laufen. Ich wollte nur mal erwähnt haben. Naja, es kann sein, dass du die dann machen musst, jetzt auch diese hier. Aber ach so. Ah, kann sein, guck mal, ob du die machen musst. Ja, das ist. Ja, dann fahr die zu. Ah, ich sehe dich wieder! Ich sehe dich! Du Sau, du fährst mir davon! Ich muss schnell weg, die Gameplay hängt mir im Rücken. Hit the road, AP, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Boah, es wäre so geil, Alter, wenn es ein Twisted Metal Remake geben würde und wir das zocken würden, Alter. Gott, wir würden uns so anschreien, Alter. Ein Twisted Metal wurde mit Autos, die Bewaffnung haben, einfach umfährst und die Leute abmachen. Ach so, ja, es gibt so Games, mega. Aber so ähnlich. Aber was jetzt kommt, von Wreckfest kommt jetzt ein Sie haben eine Arbeitsagentur in Ah, stimmt. Sag mal, Alter, geht's noch? Fährt ihr mir hier voll rein? Ja, das mir auch. An der Abbiegespur da? Oder was? Ja, wo der eigentlich... Ja, ja. Muss der warten, weil ich ja Vorfahrt habe.
Und ich fahre hier runter und jetzt fährt der einfach weiter, dieser Wichser. Ja, ja, der ist mir auch in die Karre gefahren. Der ist mir zweimal jetzt reingefahren. Ich kann da jetzt nicht mehr drum, aber ich werde da auch nicht stehen bleiben. Ich fahre dann weiter. Alter, also, der hat mir 2% Schaden gemacht. Aber da hassen wir uns danach wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Kann mir hier mal einer zuhören, dass ich mich gerade beschwere? Ja, wissen wir. Ja, aber richtig bitte. Wieso darf ich hier nicht durch? Achso, weil ich Du musst ja auch links abbiegen. Achso, rechts. Oh. Hey! Wenn ich links abbiegen würde, würde ich hier durch. Die Bullen hinter mir! Dann fahr schneller! Ich will bei ihm im Stream gucken, das ist bestimmt lustig. Oh, jetzt dachte ich gerade, der will einer von der Brücke springen. Ist das ein Schild? Oh, Leute. Ey, macht sowas nicht mit mir, wenn es hier dunkel ist, ja? Ich sehe nur die Hälfte. Kann man auch Fernlicht anmachen? Wie machst du Fernlicht dann? Ist das nicht das dritte Licht? Aber so viel heller ist es, glaube ich, nicht. Ja, aber das muss ja auch an dem Steuerungskreuz irgendwie gehen, oder? Und... Nein! Aber denk dran, wenn du es ausmachst, dann musst du Strafe bezahlen. Nein! Dann mach die Augen wieder auf! Oh, schnell! Ich habe irgendwie so eine scheiß Ansicht jetzt. Was habe ich jetzt eingestellt? Das fragst du mich, wenn ich nicht weiß, was du gedrückt hast. Ja, ich habe jetzt die Streckenführung komplett hier drin. Mitten über das ganze Display. Übers Display? Also ich konnte das Navi konnte ich ein bisschen ändern. Ich glaube mit P war das, ich bin mir nicht sicher. Nee, warte mal. Nee, Quatsch. Nee, nicht P. Sie haben Post. Okay, ja. Die Gameplayerin ist mir auf den Fersen. Ich sehe dich nicht mehr. Jamba-Sparabo. Ist mir schon wieder so davon gebraust hier. Ich muss gleich eine Pause machen. Da oben ist ein Blitze. Ich weiß, wo die Raststätte ist. Wir müssen an der Raststätte. Ja, also jetzt hier, aber auch Pause. Mein Bett ist wieder leer. Also denke ich, wenn das voll ist, muss man eine Pause machen. Weißt du, du sagst, sollen wir uns an der Raststätte treffen? Ich, aha. Und Fabian, mein Bett ist wieder leer. Ja, der denkt schon wieder an das eine nur. Ich muss hier irgendwo ab, aber ich sehe hier nichts. Hallo, wo muss ich denn hier ab? Nee, das ist. Ach, die haben nur wieder die Straße so blöd gemacht. Ich verstehe das mit dem Navi, verstehe ich manchmal. Aber ich muss sagen, ich glaube schon, dass LKW-Fahren eigentlich ein cooler Beruf ist, aber so ständig irgendwie alleine mit dem zu sein. Ja, aber vertu dich da nicht. Du bist für alles verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich. Ja, halt auch, ja. Wenn dein Chef dir in den Arsch tritt verbal, du musst schneller sein und du sollst nicht so lange wegen der Ladung gucken. Ja, ja, und das. Du machst das, bist du für alles verantwortlich. Ja. Also, das ist. Aber jetzt wirklich nur mal vom wirklich rein vom Fahren. Weltbefahren, sozusagen. Das ist, glaube ich, schon ganz cool. Ja, ich würde die Kamera mitnehmen. Ich würde dann einfach die Fracht irgendwo mal abstellen. Ja, Schatz, ich bin nicht bei der ersten Raststätte rausgefahren, weil das ist noch zu früh. Nimm die nächste, in den Bergen. In den Bergen auch noch. Weißt du, wie viele Massenmörder in den Bergen rumlaufen? Ich morgen den ganzen Tag in Truck Simulator spiele. Ist das süß? Nein, Fabian, du darfst jetzt nur noch mit uns spielen. Nein. Ja, vor allen Dingen, wenn er nicht zusammen mit uns spielen kann, ist das geil, ja. Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Aber ich werde mir auch definitiv jetzt gleich auch noch den Euro Truck Simulator runterladen, Alter. Der hat 33 GB, also ist doch ein bisschen. Also es ist quasi, wenn du so willst, das gleiche, ist auch von den gleichen Machern. Ja, ich sehe dich! Aber das sind halt andere Dinge. In Europa, so. Ja, aber es ist Steuerung und so, alles ist gleich, kannst du sagen. Ja. Wenn du das eine kennst, kennst du das andere. Also jetzt im Sinne von, warte mal, hier bist du nicht runtergefahren, ne? Auf die Raststätte. Ah! Ja, warum bremsen die? Leute! Hä, ja, was war das? Aufliegerschaden, 5%. Ich habe nie verstanden, warum das auch so viele Leute streamen und relativ viele Zuschauer immer haben, ne? Aber es ist schon echt geil. Ich habe eine rote Ampel.
Ich habe Aufliegestand. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Gameplayer das nicht streamt mal. Hallo, das will ich doch. Ich musste erstmal meinen Stream umstellen. Mit den ganzen süßen, mit den langhaarigen Tussis da in der Überschrift. Da, was Fabian sich wenigstens angeguckt hat. Du hast ja nicht reingeguckt. Das musste ich erstmal umstellen. Und jetzt kann ich ja nicht streamen, weil du bist ja jetzt hier. Ich wollte aber gucken, dass ich ab nächster Woche regelmäßig, vor allen Dingen auch viel von mal mache. Das ist nur eine Übernachtung, nicht da anhalten. Das ist keine Tankstelle. Oh, leck mich doch. Ah, nee, Rest Area. Doch, Rest Area. Oh, scheiße. Nee, ich bin weitergefahren. Fuck. Ich fahre da jetzt ran. Die nächste kommt die Tankstelle, da tanke ich eben. Ja, sagst aber schon die ganze Zeit und nirgendwo sehe ich. Aber mein Tank ist. Ja, ich bin diese Serpentinen, fahre ich da hoch runter gerade. Und hab Trailerschaden. Ja, ich seh deinen Namen mittlerweile. Aber nicht. Nee, schon. Das ist genau wie bei The Crew 2. Da bist du irgendwo ganz oben und ich sehe dich nicht mehr. Obwohl meine Ausrüstung ja gar nicht so schlecht ist mittlerweile. Jetzt wo du auf The Crew 3 umgeschaltet hast. Ja, ihr wollt ja nicht so gut spielen. Ja doch, aber ich gebe dafür keine 100 Euro aus. Nee, das ist es nicht wert. Vor allen Dingen jeder, der darüber irgendwas gesagt hat, hat gesagt, also das Spiel ist geil, aber keine 100 Euro wert, definitiv nicht. Und ich habe ja beim Zweier, habe ich ja auch die Gold-Version geholt. Die ändert sich ja nicht, weißt du? Ja. Also das war ja nur bei der größten Version, dass du irgendwie ein Auto oder so dazu bekommen hättest, wenn du das bestellt hättest. Aber oh du Gott, hast mir dann ja gesagt, dass es irgendwie jetzt nicht mehr oder so. Warum fährt der so schnell? Hallo? Boah, ey, ich bin im Bussimulator. Scheiße, ich muss abbiegen. Ich bin danke gerade, Schatz. Ne? Ich fahre gerade über zwei Spuren, Hin- und Rückspur, aber ist nicht schlimm, oder? La 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 la. Danke. Gerne. Was habe ich ihm gemacht? Ja, der hat mich reingelassen. Ja, als ob da einer wirklich einmal reinlassen würde. Glaubst du selber nicht? Also ich bin rübergefahren und er ist angehalten. Nein! Scheiße, da war ein Fotosymbol. Heißt das, ich hätte hier einen Aussichtspunkt gehabt? Ach, das habe ich auch vergessen. Ja. Fuck! Ich verfluche dieses Spiel! Ich verfluche euch alle! Ich will endlich meinen Aussichtspunkt. Ach, da ist auch nochmal eine Ampel. Okay, die amerikanischen Ampeln sind echt. So, ich sollte Gas geben. Die sind, da muss man sich dran gewöhnen, ne? Aber vor allen Dingen, wenn wir das machen würden. Ey, aber. Aber beim Eurotruck ist es nicht so. Man kann sich schon mal ein bisschen dran gewöhnen, falls man irgendwann in Amerika ist. Ist doch cool. Ja. Mein Ziel ist es immer, oder mein Wunsch ist es immer. Warum fährt er denn? Ich hab grün! Weltreise zu machen. Ah! Brems! Ich will tanken. Die Gameplayerin ist dann an meiner Tankstelle. Ich hab die leer gemacht, du kannst nichts mehr. Kannst mich mal. Vor allem mit der Kampfmusik dabei ist das echt cool. Aber wie war das jetzt? Der Tank übernimmt die Firma oder was? Die ja. Mich beauftragt. Okay. Ja. Oh, schon wieder Aufliegerschaden. Scheiße. Einfach nicht. Die Kurven sind zu eng. Scheiße. Da hinten ist ein Aussichtspunkt. Scheiße. Ich glaube, ich bin bei euch in der Nähe. Nur nicht das auf dem Server. Ja, da ist an dem Bett. Da ist ein Bett daneben. Da ist ein Aussichtspunkt. Ich hätte nicht sagen sollen, dass er das nicht kann. Ich hätte es nicht sagen sollen. Sie hat auch einen Aufliegerschaden. Nein, ich bin an der Tankstelle und komme gerade nicht raus. Wieso bleibt dieses dumme Auto jetzt hier so stehen? Nein, hallo, du sollst... Nein! Alter! Ich hätte nicht zurückgucken sollen. Alter! Alter, das sieht schon geil aus. Die Gegend ist geil. Also jetzt ohne Scheiß, ja, dieser Canyon, Alter. Ja, das ist irgendwie richtig cool. Ich muss auswandern. Ich bin jetzt gerade um die Ecke gebogen, so, what the fuck? Nein, du nimmst das Schild nicht mit. Eins werde ich machen, wenn ich da wirklich sowas mache, ich hätte ein Bike irgendwie auf meinem LKW drauf, wo ich dann mit dem Motorrad noch fahren könnte, doch zusätzlich. Du fährst ja sowieso nie. Nauze. Bei dem ich dich kenne nicht mehr. Nee. Wie oft habe ich gefragt, schuld, dass du mich mal mitnehmen kannst? Oh, Bremsen! Okay. Ja, die Bremsen sind echt kacke hier, muss ich sagen. Ich konnte die. Die sind nicht kacke. Oder
Oder ich musste nochmal. Ich glaube, die hupen gar nicht zurück, die Arschlöcher. Ja, ne? Das finde ich doof. Und beim Bus-Simulator, die geben Lichthupe, wenn dir deine eigenen Leute entgegenkommen. So nach dem Motto, ey, wir sind's. Und hier hupt keiner. So, Rest Area. Aber da ist schon wieder sowas mit Fotokamera. LKW-Parkplatz. Ach so, das war das, wo ich eben war, ne? Um den Motor abzustellen. Okay, Ruhepause. Aber ich will zu dem Aussichtspunkt. Das ist eine Callbox. Callbox, wie sich das anhört. Eine Ruhepause brauche ich. Ja, aber kann man aussteigen? Nee, ich glaube nicht. Deswegen. Oder ist das jetzt einfach nur... Dass man das nicht machen kann, sondern den Fotomodus aktivieren kann. Ja, aber wie geht der Fotomodus? Nein, das ist so ein Video, was abgespielt wird, wenn du wirklich so einen Aussichtspunkt bekommst. Aber ich habe es noch nie selber gemacht, deswegen weiß ich das nicht. Ich habe nur mal gesehen, dass einer ein Video gemacht hat, wo der alle Aussichtspunkte gezeigt hat. So mit so einem Video halt zusammengeschnitten. Also alle pro Stadt. Und ich weiß aber nicht, ob das jetzt diese Aussichtspunkte sind, wenn du da so eine Fotokamera hast. Oder ob das nur heißt, irgendjemand hat mal ein Foto hier gemacht vielleicht. Das kann natürlich auch sein, so wie bei Assassin's Creed, weißt du? Ich habe ein Foto gemacht, wie ich eine Katze gestreichelt habe. Und ihr? Wie sie mich ja alle ignorieren. Wie, du hast ein Foto gemacht? Ice be my president. Ice tea oder was? Foto gemacht, wie ich meine Katze gestreichelt habe. So eine. Und da mitten im feindlichen Gebiet, weißt du, Sperrzone, bin ich da so alle am Niedermetzeln bei Assassin's Creed und auf einmal kommt da so eine Katze an. Streichel mich. Das war wirklich schon eine seltsame Szene. Dann habe ich herausgefunden, dass ich später nochmal dahin muss, weil ich hätte nämlich erstmal den anderen Auftrag machen müssen und ich war eigentlich zu früh da. So. Nein. Aber ich bin ja immer ein bisschen Bluna, ne? Eigentlich könnte ich mal so ein Cartoon oder sowas synchronisieren. So ein komisches Tier, was komisch spricht. Aber ich glaube, ich kriege einen Knoten in der Zunge, wenn ich den ganzen Tag so reden würde. Ich bin in Snow Low. Aufenthalt. Ah, weißt du, von wegen Snow White, ne? Ihr wisst doch, wie richtig beschissen Disney mal wieder Schneewittchen verhauen hat, ne? Die Realverfilmung. Jetzt gibt's eine wahrscheinlich Billigproduktion. Allein der Trailer sah wesentlich besser aus als der von Disney. Abgesehen davon, dass das Schneewittchen wesentlich hübscher ist. Also, ist immer subjektiv, aber fand ich jetzt. Sah auch richtig nach Schneewittchen aus. Access the photos mode, you must have a truck inside first. Was? Du musst im Truck einen Truck haben? Nee, ich hab keine Ahnung. Was ich meine, ja gut drüber. Egal. Ey, ich hab noch 4 Stunden. Warum bin ich hier tanken gefahren? Ey, ich hab mir so schön die Zeit einsparen können. Der fährt auch mal rot. Was sind das für Penner? Oh, ich hab hier wunderbar. Aufliegerschaden, nein, fick dich doch. Ja, hatte ich auch. Ich habe 6% oder sowas. 6% strahlenden Himmel? Nee, beschädigt da drin. Ich rede vom strahlenden Himmel. Amerika ist ja schon schön, ne? Also, das kann man ja echt nicht sagen. Ja, vor allen Dingen Montana und sowas. Ja, es ist ein abgefucktes Land, aber schön ist es. Ja. Ja, aber ich wirklich, wenn die noch weiter, die fahren ja weiter noch mit Verbrennungsautos bestimmt auch rum und so weiter. Ich kenne die ja, die Amis, die sind ja, die werden nicht bis 2035 auf Elektro alles umstellen. Mit Sicherheit nicht. Und da hast du ja bald keine anderen Alternativen mehr, wo du hingehen kannst dann. Na, hier kannst du noch tanken. Und Englisch zu quatschen ohne Licht, ist ja noch willst du mich verarschen? Es ist noch hell! Mach ich Licht an. Kann ich dir nur am PC sagen. Zweimal L drücken. Zweimal L drücken? Also einmal L, habe ich festgestellt, funktioniert nicht, weil die Polizei das nicht als Licht ansieht. Achso, das ist die abbiege Ampel. Komm, fahr! Ja, das ist ein Standlicht.
Fahr! Ey, ich komm nicht über 17, willst du mich verarschen? 170 Dollar ohne Licht. Ich bin in Show Low. Deshalb habe ich die Dings erstmal ausgemacht, weil ich erstmal meinen Truck haben will. Ich will nicht andauernd Geld verlieren. Ja, aber dann musst du das selber bezahlen, denk dran. Wenn du es danach wieder einschalten willst. Ja, weil du dann alles selber bezahlst, auch Benzin. Ja, aber... Also meinen Euro-Truck habe ich schon. Ich muss nur noch den American-Truck holen. Ja, aber was hast du dir da für eine Karre geholt? Den ich dir geschickt hatte. Ja, super, danke. Ja, musst du jetzt... Nein, bremst du! Wieso bremst du nicht? Ey, ich bin schon wieder gemacht. Drei Autolängen im Vorfeld war ich schon am Bremsen und der wird nicht langsamer. Oh Mann, ich habe jetzt so geschrien, dass ich jetzt... Oh. Mmh. Willst du mal einen Schluck trinken? Da fahren die auf einmal an. Was ist denn dieses komische... Ach, das ist eine Übernachtungsstation. Wie viele Stunden hast du noch, Fabian? Alter, willst du mir in die Karre fahren, oder was? Ich wollte gerade mal gucken, wie lange... Was ist das denn? Die Angebote noch... Warum hupt der jetzt gerade? Bei mir brummt es gerade und hat gehupt. Bis zum 31. Oktober. Okay. Was war das? Er muss noch bis zum 31. Oktober fahren. Ach so. Hat er gerade gesagt. Ich weiß ja nicht. Nein, Eurotrag habe ich gerade geguckt, wie lange das Angebot noch drin ist. Oh, jetzt ein Flugzeug. Oh, warum bremsen die und fahren direkt weiter und ich kann nicht fahren, weil ich dann kein Gas mehr geben kann? Was ist das für ein Mist? Ich halte die so ein bisschen auf, ich fahre Schlangenlinie mit 30. Wusa Vitas. Wirklich? Power. Das ist ja. Es ist so. Man tut ja eigentlich wirklich effektiv nichts in diesem Spiel. Ja, das ist wie Bus-Simulator. Ich bin super happy, wenn ich von der einen zur anderen Stelle komme. Super. Es ist einfach super, Alter. Es ist. Also. Weil ich liebe einfache Dinge. Deswegen ist er mit mir zusammen. Ja. Beruht er auf Gegenseitigkeit. Also ich sehe mich jetzt tatsächlich morgen den ganzen Tag hier drin fahren. Oder Eurotruck, weiß ich noch nicht. Ich hab den überdreht gerade, scheiße. Oh, jetzt fahr, ey, die Karre kann nichts. Ich will meinen eigenen Truck haben, der kann schneller anfahren. Also zumindest war es beim Eurotruck-Simulator so. Achso, ich muss da gar nicht rum. Das ist nur irgendwie mit. Doch, das muss stimmen. Boah, mit der Sicht ist auch richtig geil zu fahren, Alter. Ich hab noch kannst zwei. Kannst du zwar auch nicht umgucken? Leute, fahrt doch mal. Jetzt bin ich mal auf Höchstgeschwindigkeit von 45 und ihr könnt nicht fahren. Ich hab noch 2 Stunden. Ich muss noch. 30 Minuten. 4:46. Ich glaube, Fabian hat. Wie viel? 46? 4 oder was? 4:46, ja. 3 okay. Stunden 34. Darauf scheiße ich. Ja, ich muss ja ständig bremsen und dann kommst du ja wieder nicht voran mit dieser blöden Karre. Ich glaube, ich kaufe mir doch mal den nächsten. Ich bin on the road again und sehe gar nichts vor mir. On the road again. Na 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 na. Ich weiß den Text nicht mehr. Ich auch nicht, deswegen habe ich aufgehört zu singen. Und lasse und meine wunderschöne, springen. Schlimme Stimme erklingen. Ey, ich musste jetzt gerade mal eben hier gegenfahren, weil ich hier mein Handy ausmachen musste, was gar nicht angegangen ist gerade. Ich habe nur das Gedingel gehört, aber ich habe das Handy nicht... Also normalerweise geht das an und zeigt mir an, was das für ein Alarm ist. Und das ging gar nicht. Ach so, Fabian, hast du eigentlich YouTube Premium? Ja. Warum? Was zahlst du dafür? 8 Euro oder weiß so. Ich nicht. Nee, ich glaube, das kostet 12 oder so sogar, oder? Ich meine 97. Ja. Aber ich habe das eigentlich nur wegen der Arbeit, weil ich die Videos. Da, ein Flieger! Scheiße, ich wollte einen Screenshot machen. Und nein, halt warum auch, bremst du? Keine hier? Werbung ist halt auch einfach ein Segen. Ich sag's, wie es ist. Hier ist nochmal eine Tankstelle, aber ich muss nicht tanken. Ey, wie. Die fahren wie die gesenkten Säue, ne? Hier ist ein Souvenirshop, da gibt's Lederstiefel. Ja, vor allem, die haben ja auch die urgeilsten Shops in Amerika. Das ist ja einfach. Oh, hier sind Pferde! Pferde! Aber das Sozialsystem ist natürlich auch. Ich darf nicht so viel schreien. Ja.
gesagt, Krankensystem, Sozialsystem ist halt einfach komplett. Da ist wieder ein Flieger gewesen. Ich meine, ich bin einer, der wenig krank war im Leben. Also für mich wäre es jetzt nicht schlimm gewesen, aber das kann ja auch anders sein, ne? Naja, klar. Also ich bin ständig krank, aber war fast nie krankgeschrieben. Ja, du bist ja auch eine kranke Person. Ja, erst seit ich dich kenne. Fabian wird das bestätigen. Der spielt ja immer mit DVD. Das ist eine Kirche. Wir können heiraten, Schatz. Ich habe eine gefunden, endlich. Na, 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 na. Also die Mucke ist schon okay. Also das ist jetzt Spotify-Playlist. Ja, aber nur wenn Fabian singt, dann ist die okay. Du kannst mich mal. Du kannst überhaupt nicht singen. Ja, weil ich gerade meine Stimme total im Eimer habe, weil ich ja, bei dir immer so rumbrüllen muss. Was ist das denn? Ausreden. Ha, ich hab's mal geschafft, ein Screenshot. Ich bin in Lass New Mexico. Yay! Machen. Restzeit 9 Stunden. Nächste Pause in 11 Stunden. Ah, auf jetzt 6. Siehst du, wann deine Pause ist. Ah. Arriba la raza. 11 Stunden muss ich jetzt fahren, bis ich Pause hab, Alter. Was ist das nochmal? Es lebe der König oder so? Ja, du musst aber mal was schaffen. Nee, du musst dann nur Pause machen. Och nee, Unfall 520. Fickt euch doch. Wie, du hast einen Unfall gebaut? Ja. Meine anscheinend Presse, ja. Gott sei Dank fahre ich nicht im Konvoi mit ihm. Du bist ja noch nicht mal im gleichen Spiel. Aber ich verstehe nicht, warum er mal rausfliegt. Sobald er drin ist, zack, wieder raus. Das liegt an dir. Er macht gleich mal einen Host. Und dann gucken wir mal, ob das da ja. Mir vor allen Dingen. Ja, das liegt an dir. Glaub's mir. Immer wenn du dabei bist. Weil du aufnimmst. Du nimmst auf und blockierst alles. Was soll ich denn da blockieren? Alles. Alter, du bist ein Bus, jetzt fahr! Nimmst du die Dinge auf? Ach du Scheiße. Ja, hier ist alles auf. Ja, ich hab ja extra gefragt. Ja, ist ja auch okay. Nein, ist nie okay. Hallo, wenn sich einer blamiert, blamieren sich alle. Ich hab Rechte an dir. Ich würde das einklagen, also. Nein, ich hab eine Aufnahme, wo er bestätigt, dass das in Ordnung ist. Die habe ich tatsächlich noch. Die beweise ich von jedem auf. Alter, warum bremst du? Also vor mir hast du die mit Sicherheit nicht. Du Penner! Doch, von ganz früher. Das zählt aber nicht mehr. Die ist ja nicht mehr. Doch, natürlich. Ey, ich bin so gegen diese blöden Idioten hier am Hupen und am Schreien, dass ich gar keine Stimme mehr habe. Wenn ich angekommen bin, bin ich nur noch am Krächzen. Hier ist ein Aussichtspunkt. Nein, ist keiner. Das ist eine Tankstelle. Olli, jetzt weiß ich, dass du aufnimmst und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Was sollst du denn aufpassen? Das ist schon zu spät. Gut, das stimmt. Ey, ich habe schon 2 Folgen aufgenommen. Was willst du dich bei der dritten jetzt noch blamieren? Also, Motor ausstellen, zack, nochmal tanken. Das gibt nämlich, 3 Stunden 49. Ich glaube, 20 Mal oder so musst du insgesamt gemacht haben. Wie, hast du jetzt wieder getankt oder was? Ja. Das wäre doch gar nicht leer, wenn du vorhin schon getankt hast. Dann ist mir doch egal. Hauptsache, ich habe getankt. Das ist so typisch, weil du musst wieder auf Pullern gehen wahrscheinlich, weil du wieder auf Toilette bist. Aber warte, da. So. Nein, wieso ist der jetzt noch an, obwohl ich den ausgeschaltet habe? Mann. Unter Ampeln ist wahrscheinlich auch Geld kostet. Oh, das ist richtig teuer. Ich habe einmal einen überfahren, weil ich nicht wusste, dass das Amerika ist. Dass hier rot ist. Nee, aber die sind doch so scheiße auf deiner Straßenseite und ich habe die ja, da nicht gesehen echt, in dem Moment. Das ist echt ungewohnt. Wahrscheinlich für einen Euro-Truck auch wieder, wenn du da fährst. Hallo Leute, ja, fahrt! Ja. Fahrt, hier ist 55, ich aber muss jetzt mit 38 bremsen. Ich habe mich jetzt schon eigentlich dran gewöhnt, dass hier ein bisschen weiter weg stehen halt, mein Gott. Ja. Boah, geile Landschaft hier. Das ist genauso wie bei The Crew hier, diese Fels. Das ist echt cool. Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen wie The Crew von der Grafik her, ne? Ja, ja, ja. Ist halt, ich bin mal gespannt, wie der Zweier dann wird, wenn sie den dann mal. Aber wahrscheinlich erstmal nicht. Achso, du meinst American Truck. Ich denke mal, es fängt an zu regnen. Nein, es ist schon am Regnen die ganze Zeit. Hast du das nicht verstanden, als ich Moment gesagt habe? Das hieß, ich muss meinen Scheibenwischer anmachen. Ich will es nur gerade einmal sagen, es ist Samstagabend. Ja, und weiter? Und ich spiele fucking American Truck Simulator. Ja, wir werden uns gleich auf die Couch schauen. Was du machst, ist mir egal, Fabian. Aber ich muss noch 1,5 Stunden hier fahren. Also das ist noch okay. Na, dann müssen wir mal testen, ob das geht mit drei Moves. Oder wollen wir das dann morgen machen? Ach so, ja, stimmt.
Was müssen wir noch testen? Wenn er hostet. Wenn ich hostet. Ja, das machen wir gleich eben auf jeden Fall noch. Ich will mal gucken, ob wir zusammenfahren können. Was ist denn eigentlich mit Essen? Machen wir gar nichts mehr heute, oder? Also ich bin bedient, ey. Ich esse meine Nicknacks. Ja, wenn ich jetzt gleich noch die Nicknacks essen soll, dann... Ich muss sie nochmal fragen. Ich hatte heute 4 Salami-Brötchen, das muss reichen. Ja, der Lars hat ja schon totale Panik, dass du dich wirklich mit uns treffen möchtest. Was? Ja. Und ich bin schon innerlich am Vorbereiten, ob ich lieber Chips oder Nicknacks besorgen soll. Also. Dann, genau. Hätte ich eigentlich schon Bock drauf. Also. Ey, dann machen wir auf der Playstation, machen wir dann hier dieses SingStar oder wie das heißt. Und der Lars sitzt daneben. Oh Gott, nein, ich mach das nicht. Ich habe aber ich habe mir extra so Heavy Metal und so noch dazu gekauft. Also die Tracks. Weil die da standardmäßig drauf waren, die waren irgendwie öde. Das war nur so ein normaler Problem. Also, ne, ich hätte schon Bock vorbeizukommen, wenn ihr wollt. Das müsst ihr wissen. Ich kenne Lars. Er würde jetzt sagen, mach das an einem Wochenende, wo ich nicht da bin. Genau. Und dann wird er denken, aber ich vertraue meiner Freundin nicht. Da, hier ist ein Bahnübergang. Bitte nicht zumachen. Okay, ich bin durch. Wenn, dann müssen alle da sein. Ja, Lena ist bei ihrem Dings, wie heißt sie? Beim Russen. Und kuschelt da rum. Oh, die Tür ging gerade. Ich glaube, sie hat dich gehört. Macht ihr was. Nein, aber ich glaube, sie würde auch hier gerne sein, wenn Fabian da ist. Das glaube ich schon. Warum habe ich eigentlich noch die Scheibenwischer an? Moment. Aber da hinten sieht das so... Warum habe ich die Karte noch in der Fresse? Ich kriege die nicht weg. Du musst den rechten Arm hochheben, die Karte anfassen. Nein, die habe ich transparent. Ich habe die Straßen im Gesicht, also im Cockpit komplett. Ja, du spielst mit dem Controller. Wer spielt das schon mit dem Controller? Ich weiß nicht, wie ich das ausschalte. Das habe ich vorhin aus Versehen eingeschaltet. Aber ich fahre jetzt erstmal zu Ende. Ich muss erstmal gucken. Na. Oh, ich sehe ihn! Seinen Namen! Seinen Namen! Aber du bist schon drin, oder? That's what he said. Ich bin noch nicht drin. Merkst du das nicht? Muss ich das merken? Da fliegen Heuballen über die Autobahn. Ja, die habe ich gescreenshot. Nee, das waren das Heuballen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwas flog da. Ja, halt diese... Diese Prärie-Dinger. Alter, jetzt muss ich wegen dir bremsen. Du bist doch selber ein Tankwagen oder sowas. Hier so ein. Jetzt bremst der noch extra, damit ich nochmal bremse. Boah, du Penner! Hier. Mittelfinger. So. Mittelfinger mit der Hupe. Und nein, ich würde nicht so fahren, wenn ich wirklich LKW fahren würde. Aber die NPCs, echt, die sind manchmal sowas von bescheuert programmiert. Vor dem alles frei und der fängt an zu bremsen. Hallo? Junge, fahr einfach! Mann, ich hätte auf der linken Spur fahren sollen. Jetzt komme ich nicht vorwärts. Jetzt bin ich 23 und komme nicht nach vorne, ey. Jetzt überholt mich schon der erste Flachmann, wollte ich gerade sagen. Das ist ein Polizeiauto. Erster Aufenthalt ins Socorro. Mann. Junge, fahr, du hast so viel Platz da vorne. Alter, ernsthaft. Diese NPCs, ne? So, jetzt muss ich Richtung Epi rüber. Der im Übrigen sehr still extra ist. Wo muss ich denn jetzt... wo muss ich das denn da hinten? Ach, das ist rot. Ich brauche noch 3 Stunden, die Hälfte vom Tank. Ja, ich gehe mal tanken. Hallo, State Police. Nicht Scheibenwischer. Wie geht's euch? Aber ich muss schon sagen, also scharf ist es auf jeden Fall, weil du kannst jedes Kennzeichen lesen, alles, ne? Ja. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe auch die höchsten Einstellungen drin. Ne? Danke. Kriegen wir ja auch nochmal, rot, ja, wollte ich gerade sagen, kriegen wir auch nochmal grün. Einmal tanken.
Fahr mir nicht in die Karre, Junge. Ja, aber echt jetzt nah dran hier. Und ich konnte nicht ausweichen. Jetzt will die Polizei plötzlich auch nach links. Oder hatte der eben auch einen Blinker? Ich meine nicht. Leute. Kraftstoff, jetzt hänge ich irgendwo fest. Mein Gott. Das ist ja wie auf der richtigen Straße. Also in der richtigen Welt. Man muss auch immer 3 Stunden warten. Weil die Straße blockiert ist. Die Aufliegerschaden. Deswegen. Ernst? Hallo? Ohne Scheiß, ich bin doch gerade nirgendwo dran gekommen. Ich habe extra meinen Spiegel hier begutachtet. Ich sattel gerade ab. Yay. Ach, du warst jetzt immer noch nicht fertig, oder was? Jetzt hänge ich hier an der Tanke fest. Enthusiast bin ich schon. Nein, du musst bremsen. Oh. Hallo, du sollst nach rechts. Alter, willst du mich verarschen? So, du sollst nach rechts. Also fahr nach rechts. Was ist das für ein Idiot, der sich jetzt hier mitten in meinen Weg stellt? Ich komme von der Tanke nicht mehr los, Alter. Ich hänge fest. Mhm. Zeig mal. Ja, jetzt auch warten können, Arschloch. Was? Komm ich da jetzt noch drauf? Ja, okay. Huh! Oh, das wird schwer. Ich muss nach links rüber. Na gut, aber wir probieren es trotzdem mal. Wir haben einen relativ großen... Versuchen es mal. Ich weiß zwar nicht, warum ich jedes Mal in der Wir-Form von mir spreche, aber macht mich das irgendwie eitel oder so? No Parking haben sie extra reingeschrieben. Das ist ein Parkplatz für Frauen, da steht extra No Parking. Ich komme hier nicht mehr raus. Fast. Schatz, wir könnten YouTube Premium als Familie machen. Da kannst du 5 Accounts nutzen. Ab 13 Jahren für 17,99. Das heißt, wenn man sich das teilen würde, wäre das viel günstiger. Eine alleine kostet 11,99 im Monat. Yay, ich bin Level 5,5. Ich bin ein Enthusiast. Das ist irgendwie ich kann das Wort nicht aussprechen. Aber. Zurücksetzen oder so? Ich bin stuck. Nee, da musst du zurückfahren. Das funktioniert eigentlich immer. Nee. Aber ich habe die Runde schon mal geschafft. Das ist super. Ich komme hier nicht weg. Zeig doch mal bitte. Ja, ich habe doch den Stream. Oder habe ich den Stream aus? Nee, der ist aus. Ach so. Und ich würde sagen, dass wir ganz schnell mal eben gucken wegen den Wagen. Und zwar, ich muss selber erstmal gucken, Moment, LKW-Aufrüstteil, LKW-Händler hier. Da gehen wir jetzt mal eben schnell hin. Ich habe aber keine Ahnung, welcher von denen der bessere ist. Der mit der Bulldogge, der sieht doch ganz nett aus. Und da gehen wir mal eben hin. Besuche ausgewählten Händler, ja. Zack. So, und was haben wir da? 345 PS. Sieht scheiße aus irgendwie, finde ich. Aber von den PS-Zahlen her. Den finde ich schon besser ab Level 8 allerdings erst. Den könnte ich mir nicht kaufen. Das heißt, hier könnte ich mir nur den ersten kaufen. Der wäre dann 345 PS. Dann schauen wir nochmal eben beim anderen Händler. International, achso, alle LKW-Händler? Internationaler Händler. So, gehen wir da mal eben hin. Ja. Der sieht auch wieder so klein und hässlich aus, ehrlich gesagt. Den könnte ich mir holen, dann hätten wir nochmal 400 PS, den könnte ich mir auch holen. 450 PS.
Er ist erst ab Level 13. Jetzt weiß ich nicht mehr, was der andere genau hatte. Er hatte, glaube ich, auch 450 PS. Nehme ich den oder den anderen? Ich werde mich jetzt mal eben entscheiden, die noch mal ein bisschen gegeneinander aufwiegeln. Mir persönlich jetzt privat noch mal kurz ein Foto mit dem Handy machen. Und das mal ein bisschen vergleichen. Und dann werde ich euch die Entscheidung zeigen gleich. So, meine Wahl ist auf diesen Anhänger, hätte ich jetzt fast gesagt, auf dieses internationale LKW FlexDev, ich wollte gerade Flaggschiff sagen, gefallen. International 9900 E-Daycap, der sieht nicht so prickelnd aus, muss ich sagen, aber den werde ich mir auf jeden Fall holen für 116.191. Das heißt, wir besorgen uns jetzt erstmal einen Kredit. Das heißt, wir gehen hier wieder raus, gehen dann, ich gucke nochmal eben hier zur Bank. So, ich bräuchte, was habe ich denn jetzt? Moment, sieht man das hier? 46.000. Wenn ich 89 aufnehme, würde das reichen. Ich weiß aber nicht, ob es für die Lackierung dann auch reicht. Ich weiß nicht, wie teuer die ist. Ich hoffe mal, dass das reicht. Ich hoffe es inständig. Wir nehmen das jetzt mal auf. Dann haben wir 135.000. Gehen aber zum LKW-Händler unseres Vertrauens. Geben Autonummer 3 ein und möchten das Ganze... Achso, Moment, hier. Ausführung ändern. Da war es, glaube ich. Ich will eigentlich nur die Farbe ändern. Alles andere ist, nehme ich erstmal so, kann man ja immer noch später machen. Blau, Rot, Grün, was ist das denn hier? Ach so, das sind die ganzen Farben, ich wollte gerade schon sagen. Nee, Schwarz. Schwarz ist cool. Ich hätte natürlich auch gerne, ich weiß nicht, ob ich Schwarz oder Pink nehmen soll, ehrlich gesagt. Schwarz könnte ich mir aber auf jeden Fall leisten. Wie sehe das denn mit Pink aus? Das müssen wir mal eben ausprobieren, weil so Gameplayerin Pink natürlich, ne, so ein... Das sieht natürlich auch schon ganz geil aus, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Schwarz finde ich richtig cool, ist sehr rockig, würde auch voll zu mir passen, aber ich würde mal sagen, wegen dem Channel alleine, dass wir diese Farbe hier nehmen und bestätigen das Ganze und kaufen. Und wir haben den ersten LKW. Wir danken Ihnen für den Kauf Ihres ersten LKWs bei uns und freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bitte beachten Sie, bei allen hier gekauften Zugmaschinen ist die reguläre Versicherung bereits bezahlt. Und da sind wir in unserem super tollen Hauptquartier. Mit unserem mega geilen neuen Truck. Nein, jetzt wird es gerade dunkel. Ah, ich liebe es, ich liebe es. Wir müssen auch einmal hier reinfahren. Moment. Warum, weiß ich nicht genau, aber wir müssen es machen. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Oh. Okay, der nimmt auf jeden Fall das Gas wesentlich besser an. Das ist so geil. So, und jetzt? Eigene Garagen. In Phoenix, winzig, täglicher Profit. Wunderbar, sehr, sehr, sehr geil. Ja, ich kann damit jetzt noch nicht wirklich viel anfangen, aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen in der nächsten Folge dann wieder mehr. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.